Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von 12 Minutes. Wir haben übrigens bei der letzten Folge versucht, eine andere Herangehensweise zu finden, um mit dem Polizisten eventuell zu verhandeln, aber irgendwie kommt immer wieder dasselbe dabei raus. Also ich weiß nicht, wie ich was tun soll, also um ihn aufzuhalten. Das Einzige, was mir jetzt nur einfallen würde, ist, ihn auf seine Tochter anzusprechen, die ja krank ist. Und die Uhr nicht aus der, oder aus dem Ventilatorschacht zu nehmen. Gut. Dann nehmen wir schnell den Becher. Okay. Okay, was ist, wenn ich das Messer da lasse? Ich habe nun schon so viele Sachen ausprobiert, dass ich ehrlich gesagt schon komplett durcheinander komme. Du sollst das Foto nehmen. Das verstehe ich nicht. Er soll das Foto nehmen. Was anderes soll er gar nicht machen? Haben wir noch irgendetwas? Ich habe schon alles nachgeschaut. Ich finde halt überhaupt nichts. Unter dem Teppich könnte vielleicht noch was sein. Okay, ich werde jetzt nur meine Frau die Tabletten geben. Bei dem Polizisten habe ich es übrigens mal so aus Spaß versucht. Aber das geht halt nicht. Das heißt also, es gibt halt nur einen scheiß Weg, um mit ihm überhaupt zu reden. Ich kann zumindest schon mal den Ventilatorschacht öffnen. Ja, obwohl kann ich nicht, weil... Medizinschrank. Warte mal, wir öffnen mal jetzt nochmal ganz kurz den Ventilatorschacht. Ich werde aber die Uhr nicht rausnehmen. Weil wir wissen ja, dass hier die Taschenuhr ist, ne? So. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Da ist eine Toilette. Ah, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich gebe jetzt erstmal den Becher. Werd schon mal das Licht anmachen. Oh, ja, thanks. I was about to grab some. Komm, beeil dich, Freund. Ey, dass er da nichts machen kann, ne? So, was passiert denn jetzt, wenn ich zur Toilette gehe? Warte mal. So tired all of a sudden. I was gonna lie down for a second. We'll talk later. Ich dachte jetzt, da wäre irgendwas zu sehen, aber nie. Okay, ich mach die Tür auf. Geh dann gleich rein. Ich meine, es muss ja noch irgendwo eine Information geben. Bezüglich, des Vaters, ne? Ich kann die Gemälde angucken, aber da passiert halt nichts. Da ist gar nichts. Gibt's ja eigentlich noch beim Kühlschrank irgendwas? Teller. Ey, hier ist halt überhaupt nichts. New Year's Eve. Wait, the cops said the old man, but that's hundreds of miles. This proves she's innocent.
Ja, aber hier muss noch irgendwo was geben. Irgendwo habe ich was vergessen. Da haben wir nur ein Telefon, ja. Ich kann sonst nichts weiter machen. Ey, sorry Leute, ich habe schon so viel ausprobiert, dass ich halt nicht weiß, was ich da machen soll. Also beim besten Willen, ne? Mir fällt halt immer wieder dasselbe ein. Ich kann auch nicht die Couch verschieben oder unter dem Teppich nachgucken. Ich habe schon so viele Sachen probiert. So, jetzt muss ich schnell sein. Also, erst einmal wieder alles nehmen. Ihn umdrehen, dann hole ich jetzt erstmal einen Becher mit Wasser und dann gebe ich ihn das meiner Frau oder ich kippe ihm das rüber. Eins von beiden. Das muss aber ein bisschen schneller gehen. What? Oh, you little shit. Just be the biggest mistake. Listen. So. Sagen, dass du unschuldig bist. Das ist, die, ja, das ist immer dasselbe, aber wir machen es trotzdem. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Okay. Okay, I will do whatever you want. Smart. You're gonna get up slowly. Don't do anything stupid. Fuck. My knife. Think you're clever? You better cut these handcuffs. Yeah, good. So. All right. Thanks. You took my things. Shouldn't have done that. What? Oh, ich, was soll ich denn machen? Alter, mir fällt nichts ein. Ist irgendwas in dem Ofen? Ist irgendwo irgendwas? Irgendeine Information? Ist irgendwas in der Küchenanrichte? Puh, das macht mich wahnsinnig da. I didn't hear you come in. Yes, you know. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Okay, ich werde ihn zwar wieder betäuben, aber dieses Mal nehme ich ihn außer die Kabelbinder nichts weg. Ansonsten bringt er mich halt um. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Ja, schön in Ordnung. Ey, hier ist halt nirgends irgendwo eine Information, ne? Und das gibt mir halt so auf den Sack. Das ist es, was mich nervt. Weil, wie gesagt, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Mir fällt halt auch nichts ein. Wirklich gar nichts ein. Guck mal, da ist überall was, was du rausnehmen könntest. Aber nee, es geht halt nicht. Die Gläser sind nicht da, Schatz. Die brauche ich hier gerade.
Okay, gut. Wir nehmen ihm, wie gesagt, nichts weg. Außer die Kabelbinder. So. Weil ich habe schon ihn auch versucht, übrigens mit Tabletten. Naja, also ihm das einzuflößen, aber das geht auch nicht, wenn er betäubt ist. Also, ja, ich habe keine Ahnung. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Okay, so, jetzt mache ich nochmal einen Becher Wasser fertig, weil... Becher mit Wasser, so, spüle. Dann haben wir das schon mal. Alles gut, Schatz. Alles gut. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Ich meine, es muss doch noch irgendwo Informationen geben. Ich habe nur schon alles Mögliche nach Informationen abgesucht. Ich kann auch die Couch übrigens nicht verschieben. Ist da irgendwas beim Tisch? Nein. Gut. Okay, sie schläft jetzt. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Ist vielleicht irgendwo was bei der Blume? Kommode. Achso, da waren wir ja schon dran. Du solltest eigentlich das Geschenk nehmen, aber ist gut. Weil wir wissen ja, dass sie schwanger ist, ne? Ey, mir fällt halt auch nicht mehr viel ein, sorry, ne? Aber das ist halt zum Verrücktwerden. Also sollte ich dieses Mal nicht weiterkommen, dann werde ich mir fürs nächste Mal was raussuchen. Ja, weil mir geht's ganz ehrlich auf den Sack. Ich habe schon so viel ausprobiert, wie gesagt, und ich komme halt zu keinem Ziel. Ja, abgeschlossen habe ich natürlich nicht. Okay, komm, mach hinne. What the? Komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Wie gesagt, ich nehme jetzt nur und bind ihm zu und dann werden wir auf jeden Fall sonst nichts weitermachen. So, was haben wir denn noch? Kann ich denn eigentlich die Frau mit dem... She's out. Can't talk to her now. Haben wir irgendwas? What? Listen to me. Okay. Wir machen das die ganze. Wir machen so weiter, wie ich das gerade eben schon mal gemacht habe. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Okay. Okay, I will do whatever you want. Smart. I'm gonna get up slowly. Don't do anything stupid. Fuck. Okay.
know where the watch is. All I'm here for. Yeah. I can get it. All right, get it. Be smart now. Wir wissen aber, dass er trotzdem die Frau tötet. All right, let's go. Come on, bring me the watch. Here. Good. Thank you. Listen carefully. I need a few minutes in the bedroom with her. Alone. Go sit on the couch and stay there until I come back. Try anything clever again and I'll kill you. Ja, wir wissen, er bringt sie trotzdem um. Hat sie umgebracht. Höchstwahrscheinlich zumindest. I need a phone. Where's your phone? Ihm das Telefon geben, mal gucken, was jetzt passiert. Here's what's gonna happen. Okay. I'm going to dial 911. You're going to tell them you just got home and that your wife is dead. It looks like she committed suicide. She shot herself in the head. What? I don't go off topic. Don't talk about anything else. Clear? Well, clear. Emergency services. Dass seine Frau Selbstmord... Ja, genau. My wife. Sir? She shot herself. Sending an ambulance right now. Is she still breathing? I just got home from work and... Sir, I can talk you through emergency first aid. No, she's dead. All right. A unit will be there in 15 minutes. Stay where you are. You fucked up your life, man. You're lucky. You get a second chance. Do better next time. What? Haben wir es wirklich geschafft? Nein. I let her. All for nothing. Also muss ich meine Frau dann fesseln. Ey, warte mal. Gibt's noch eine andere Möglichkeit? Warum hat sie ihn jetzt das Licht ausgemacht? Hat sie noch nie gemacht. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ich werde ihm aber sagen, dass meine Frau schwanger ist. Das sollte funktionieren. Hoffe ich doch zumindest. Vielleicht ist das der richtige Weg. Vielleicht hatten wir das ja schon fast. Okay, wir machen mal so wie alles bisher. Warum hat sie jetzt eigentlich das Licht ausgemacht? Das hat sie noch nie gemacht, ne? Okay. Diesmal machen wir aber was anderes, ne? Wir müssen ihm erzählen, dass die Frau halt... Hallo? Kannst du jetzt mal bitte... Manchmal funktioniert das nicht, obwohl man das alles genau so macht. So, Ventilatorgitter, komm. So, das hätten wir auch. Jetzt machen wir das wie bis... Warum habe ich denn jetzt die Uhr wieder mitgenommen? Eigentlich wollte ich die Uhr wegpacken. To drop it.
Manchmal bin ich ein bisschen doof, kann das sein? So, da ist sie jetzt wieder, ja? So, was ist denn jetzt? Habe ich jetzt Wasser? Nee, Becher mit Tabletten, ja? Okay. Ich glaube, das ist auch der letzte Versuch. Weil was anderes fällt mir halt nicht ein. Ich habe jetzt nur schon was Neues probiert. Mal gucken. Water? Oh, ja, thanks. I was about to grab some. Wie gesagt, wir wissen ja, dass sie schwanger ist. Das wissen wir ja. Das lassen wir mal offen. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Ja, oder auch nicht mehr. Mal gucken. Also, ich werde es genauso handhaben wie gerade eben, nur dass ich ihm sage, dass die Frau auch schwanger ist. Und dass ich dann mit ihm kooperiere. Ne? Das ist ja nur die Wahrheit. Okay. Geschenk. Geschenk aufmachen. Okay. Tür ist offen. Bad mache ich zu. Wenn ich jetzt 911 rufe, bringt es wahrscheinlich auch nichts. Jetzt warte ich wieder. Weil was anderes kann ich leider nicht machen. Ist immer wieder dasselbe. Ich könnte vielleicht noch die Tochter von ihm anrufen. Warte mal, ich könnte ja mal die Nummer mal kurz aufschreiben. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe tatsächlich die Nummer gefunden. Jetzt werde ich nochmal ganz kurz die Nummer eingeben. Und, also, wir brauchen die 413. Das kann doch nicht wahr sein. Und die 0193. Okay. Your dad says that my wife killed her father. He's coming to hurt her. This isn't funny, you creep. Okay, warte mal. Listen, I know about your situation. And I'm sorry for you. Cancer is awful. Who are you? Fuck you. Oh, das war der falsche Weg. Kann ich da nochmal anrufen? Anrufen Bumblebee, genau. Versuch's nochmal. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text me. Fuck. Fuck. Ich glaube, ich kann die Nummer jetzt aber jederzeit anrufen. Das heißt also, bei dem nächsten muss ich es machen, weil sonst fällt mir nichts ein. Shit. Ach, Kacke, ich hatte den Lichtschalter nicht betätigt. I got a couple of hands free. Don't fucking move. Ich wollte eigentlich mit ihm reden, aber gut, dass er es gemacht hat. Oh.
So, mach hin, ich brauch das Handy. Ich muss es anders handhaben. Was geht ab? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Also wir müssen anders mit der jungen Dame reden, ansonsten, ihr habt's ja gemerkt, würde halt nix. Ich muss auch diesmal wirklich an alles denken. Das heißt also, sonst passiert wieder der Dreck. Und das wollen wir ja nicht. Also, dieses Mal machen wir es richtig. Okay, so, jetzt hätten wir ja zumindest schon mal das. Tabletten mit Wasser, bumm. Messer. Machen wir gleich den Ventilatorschacht auf. Da müssen wir aber erst da reingucken, weil ansonsten geht es ja nicht. Das ist halt ein bisschen dämlich gemacht, aber okay. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt gebe ich meiner Frau den Drink gleich, nachdem ich das Licht einmal ausgeschaltet habe. Ich muss alles richtig machen. Und dann geht's weiter. Gut. Bei der Blume können wir nichts machen, ne? Doch, warte mal. Ist nicht ganz richtig. Ich kann die Blume noch gießen. Das machen wir. Da gibt es, glaube ich, eine Trophäe für. Jo. Ich muss aber eher gleich wieder rein. Ich meine, ich hätte ja fast alles richtig gemacht. Ich habe fast alles richtig gemacht. So, jetzt will ich erstmal die Pflanze gießen. So, Kommode öffnen. Vielleicht muss er das sehen, also dass sie schwanger ist. Kann das sein? Warte mal. Warte. She's out. Can't talk to her now. Okay, kann ich das irgendwo hinlegen? Du sollst eigentlich nur das Geschenk hinlegen. Was anderes wollte ich ja nicht. Aber das macht er anscheinend nicht. She's out. Can't talk to her now. So, jetzt muss ich sowieso erstmal mit dem Ding ins Typen reden. Also, mit der Tochter von den Polizisten. Kann ich denn überhaupt Bumblebee anrufen? Bumblebee anrufen, genau so. Hello. Hey. Your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Sagen, dass deine Frau unschuldig ist. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't listen to us. I don't know what you're talking about. He doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake. You can help him. I mean... Fine. Okay. I'll call him. Okay. Jetzt müsste es hoffentlich mal funktionieren.
while we wait. Vielleicht darf er aber auch nicht geschockt werden. Hey, Bumblebee. What's up? What? What do you... Honey, I think you got prank calls. What the... Did they threaten you? Listen to us. Okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. So, ich mach jetzt mal die Tür auf. I'll call you back in a second. Okay, let's talk. Get on the ground. Please. Don't move. What the? Ja, warum ist es immer noch nicht frei? Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich habe keine Zeit, Mann. Mach hinne jetzt. Er soll einfach nur zuhören. What? Listen. Ah, das haben wir alle schon mal durch, Mann. Ich krieg die Macke. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So. Let me go, please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me, and we can keep you out of this. Erstmal Gespräch verlassen. Forget it. Let me go right now. So, erstmal zeigen. Hey, look at this. No, I'm timing. Ja, und was soll das bringen? All right, asshole. I warned you. Es ja. Ja, Leute, sorry, mir fällt halt nichts ein. Ich glaube, er darf auch nicht geschockt werden, meine Frau darf nicht schlafen. Also das nächste, was ich versuche, ist folgendes. Also ich werde die Frau nicht zum Einschlafen bewegen. Ich werde Bumblebee anrufen und dann wird er hoffentlich zuhören, die Uhr nehmen und sich verpissen. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Aber das werden wir erst bei der nächsten Folge rausfinden. Also, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis denn und tüdelü.